ist Jan Korte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also mal ausnahmsweise ein Satz zur AfD. Also ausgerechnet die Truppe, die, ihr habt den Artikel hier, ausgerechnet die Truppe, die auf Fraktionssitzungen mehrere 10.000 Euro für Schnittchen und Mettigel rausballert, sich hier als moralisch wichtig zu stellen, das ist echt nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und bei Ihren Reihen sind es doch wohl mehrere Personen mittlerweile, die Doppelmandate haben, nicht bei den anderen Fraktionen. Also bitte ab nach Hause. Jetzt aber zu den ernsthaften Teil. Auch Die Linke denkt und unterstützt eine angemessene Entschädigung für Abgeordnete. Das ist richtig und notwendig, und das ist ein großer Fortschritt damals des Grundgesetzes gewesen, um die parlamentarische Demokratie unabhängig zu machen und die einzelnen Abgeordneten unabhängig zu machen. Wir unterstützen das, dabei bleiben wir selbstverständlich. Herr Korte, gleichwohl, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen? Nein, das ist jetzt zu den Mettigeln alles gesagt, das muss man nicht vertiefen. Gleichwohl will ich natürlich sagen, kann man sich aber auch natürlich keinen leichten Fuß machen und sagen, es gibt keine Probleme. Und entscheidend ist doch in dieser Debatte heute eins. Deswegen gibt es ja auf seriöser Seite Kritik, wie das Ganze hier läuft. Und ich will auf eins eingehen. Es ist doch immer auch die Frage, was wir machen, wie wirkt es eigentlich da draußen? Nämlich bei Leuten, die hart arbeiten müssen und die nicht den ganzen Tag Politik machen, gut bezahlt wie wir. Und es ist doch in der Tat erklärungsbedürftig, wenn 40% der Bevölkerung heute weniger Einkommen haben als noch in den 90er Jahren und sie dann sehen, was für Debatten wir hier führen. Das ist doch auch nicht weiter problematisch, das mal anzusprechen. Das muss man doch tun. Und das Hauptproblem heute, das will ich schon sagen, da geht es um das Verfahren. Und deswegen kommt es doch auch so extrem schräg rüber. Und deswegen werden wir dem auch nicht zustimmen. Das ist übrigens auch nicht neu, die Position. Die haben wir auch in der letzten Wahlperiode gemacht. Seit 24.09. sind wir hier alle gewählt und es gibt den Bundestag. Und bekanntermaßen kriegen hier die großen Parteien, vor allem die Partei der Bundeskanzlerin, nichts gebacken. Vor allem nicht eine Regierung zu machen. Der ganze Bundestag arbeitet auf Sparflamme. Das weiß jeder, da haben wir mehrfach hier drüber diskutiert. Und das Bild nach außen, ja, das muss man doch mal aufrufen, ist das bei der Frage, ausgerechnet bei der Frage, da kriegen die das auf einmal ganz schnell hin. Und das ist der einzige Punkt, wo sogar die FDP bereit ist, mitzuspielen. Herr Korte, so, darf ich Sie noch mal unterbrechen? Der Kollege Brandner wollte eine Zwischenfrage. Gut, also es bleibt gesagt. Dabei. Gut. So, deswegen will ich schon sagen, Kritik daran, wie das hier läuft, das ist berechtigt. Und dem muss man sich auch stellen, auch wenn das unangenehm ist. Und man muss Transparenz herstellen. Vielleicht sollten wir diese Debatte dazu nutzen, uns darauf zu verständigen, wirklich eine Reform des Abgeordnetenrechts zu machen. Denn um mal ein Beispiel zu sagen, warum ist es immer noch nicht so, dass wir alle hier nicht in die gesetzliche Rente einzahlen? Lasst uns das doch breit angehen, dann gibt es auch mehr Akzeptanz. Letzter Punkt. Man kann auch, wenn es zu einer Erhöhung kommt, und die Diäten sind nun wirklich üppig, das weiß jeder. Man kann übrigens davon auch einen Teil einfach weiterspenden. Das hat meine Fraktion in den letzten Jahren gemacht. Wir haben einen Verein, da kann man an Fußball, das führt jetzt zu weit. Bitte denken Sie an die Redezeit. Initiativen und vieles andere mehr auch was weitergeben. Und das waren in der 18. Wahlperiode fast 700.000 Euro, die wir an gute Initiativen ausgegeben haben. So kann man das machen. Lasst uns versuchen, eine große Reform hier hinzubekommen. Das bringt Akzeptanz und ein Redezeit. Wenig mal auf dem Zettel haben, wie die Leute dort draußen uns hier eigentlich wahrnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Korte. Letzte Rednerin in der lebendigen Debatte, Britta Hasselmann für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin!